Wie ein Phönix. Eine Fanfiction, geschrieben von Genesis Crisis, veröffentlicht auf fanfiction.de. Ein Link zu dieser Fanfiction und eine Kurzbeschreibung sind unten in der Infobox. Disclaimer: Alle Rechte an den bekannten Personen und Orten etc. liegen bei JKR, die Story gehört Genesis Crisis. Anmerkung: Diese Fanfiction besteht aus 3 relativ kurzen Kapiteln, deswegen lese ich die quasi als One-Shot. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Alles klar, und dann geht's jetzt auch los. Kapitel 1: Erneuerung. Severus POV. Alles war dunkel. Es fühlte sich so an, als würde er schweben. Wo war er? Er spürte ein prickelndes Gefühl, das sich in ihm ausbreitete. Gab es doch ein Leben nach dem Tod? Er nahm eine leichte Berührung wahr, und Severus konnte ausmachen, dass das Prickeln von seiner Hand auszugehen schien, als ob jemand über seine Hand streichen würde. War das möglich? Desto mehr sein Bewusstsein zurückkehrte, umso mehr verschwand leider auch das angenehme Gefühl der Schwerelosigkeit. Er begann, die Schmerzen in seinem Körper zu fühlen, besonders am Hals, aber auch an den Rippen und dem Hinterkopf. Sie fühlten sich aber gedämpft an, als hätte man ihn mit jeder Menge Schmerztränken zugepumpt. Aber das würde ja nur Sinn machen, falls er noch lebte. Lebte er etwa noch? Er hörte Schritte und die Berührung an seiner Hand verschwand. Der Verlust dieser Zuwendung, so gering sie auch gewesen sein mochte, tat fast mehr weh als seine körperlichen Wunden. Er versuchte, seine Finger auszustrecken, um vielleicht wieder auf sich aufmerksam zu machen, doch sein Körper fühlte sich so schwer an, dass kein Muskel ihm gehorchen wollte. »Schon wieder hier, Mr. Potter?« hörte er eine bekannte Stimme sagen. »Guten Morgen, Madame Pomfrey. Haben Sie sich nach all meinen Schuljahren etwa immer noch nicht an meinen Anblick hier gewöhnt?« erwiderte Potter scherzhaft. »Wie geht's ihm heute?« »Seine Genesung verläuft äußerst vielversprechend. Sein Zustand verbessert sich weiterhin kontinuierlich, und er sollte demnächst aufwachen.« »Sehr gut, das freut mich zu hören. Kann ich Sie noch etwas anderes fragen?« »Natürlich.« »Und zwar heilen die meisten meiner Verletzungen recht gut. Nur 2 scheinen dauerhaft zu sein. Die eine ist wieder so blitzförmig wie auch auf meiner Stirn. Die wird vermutlich wieder vom Avada sein, aber die tut nicht besonders weh und macht mir keine Sorgen. Im Gegensatz zu dem anderen auf meiner Hüfte, das ist ganz schwarz und die Haut ringsherum rot. Es sieht fast aus wie ein Tattoo mit den Umrissen eines Phönix. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dort von einem Fluch getroffen worden zu sein. Aber das muss auch nichts heißen. Auf jeden Fall juckt die Stelle so nervig, dass ich kaum schlafen kann. Darf ich es mir mal anschauen? Selbstverständlich. Severus hatte Mühe, das Rascheln der Klamotten über sein laut pochendes Herz zu hören. Ein phönixförmiges Mal auf der Hüfte? Hatte Potter das wirklich gerade gesagt? Das konnte doch unmöglich wahr sein. Er versuchte mit aller Macht die Augen zu öffnen, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es nicht das gleiche Mal war, das er auch auf seiner Haut trug. Doch seine Augenlider waren leider viel zu schwer und wieder konnte er nichts tun, außer weiter zuhören. »Glückwunsch, Potter, du hast ein Seelenmal.« »Wow, ein Seelenmal. Was bedeutet das?« Wenn Severus gekonnt hätte, hätte er angesichts von Potters Unwissen wohl verächtlich geschnaubt, aber auch das schien sein aktueller Zustand zu verhindern. »Das bedeutet, dass du einen Seelenverwandten hast, der das gleiche Mal auf seiner Hüfte trägt.« »Heißt das, dass ich diese Person finden muss?« »Und dann was? Wir heiraten und leben glücklich bis ans Ende unserer Tage?« Eine augenblickliche Anspannung machte sich in Severus breit. Wenn sie wirklich Seelenverwandte waren, dann könnte dieses Gespräch über seine ganze weitere Zukunft entscheiden. Und er war dazu verdammt, lediglich stummer Zuhörer zu sein, ohne eine Chance zu haben, seine Meinung zu äußern. Aber vielleicht war das auch besser so. Am Ende würde er noch irgendwas Falsches sagen und seine Chancen auf ein bisschen Glück für immer ruinieren. »Das musst du nicht«, erklärte die weibliche Stimme professionell.
Du kannst dein ganzes Leben leben, ohne deinen Seelenverwandten zu finden. Aber angeblich ist ein Bund zwischen Seelenverwandten unglaublich zufriedenstellend, weil sie sich auf einer tieferen Ebene verstehen können, die normale Paare nur mit sehr viel harter Arbeit an ihrer Beziehung erreichen können. Okay, also wie finde ich meinen Seelenverwandten? Es ist nicht so einfach. Manche begegnen ihrem Seelenverwandten nie. Aber wenn du ihm begegnest, dann solltest du fühlen, dass da etwas Besonderes zwischen euch ist. Eine Anziehungskraft, wie du sie zu keinem anderen fühlst, oder auch eine permanent erhöhte Aufmerksamkeit dieser Person gegenüber. Es gab eine kurze Pause. Dann hörte Severus, wie Potter angespannt fragte, »Irgendwelche Risiken?« »Wenn du die Person findest und ihr euch entscheidet, euch gegenseitig als Seelenverwandte zu akzeptieren, dann ist es ein Bund fürs Leben. Wenn ihr euch findet und einer den anderen zurückweisen sollte, dann kann das zu Problemen mit eurer Gesundheit oder Magie führen. Deswegen halten die meisten ihre Seelenmale auch geheim, und das würde ich dir auch raten. Wenn du deinen Seelenverwandten nie findest, dann könntest du auch theoretisch jemand anderen heiraten. Allerdings wäre die Bindung vermutlich nie so tief wie der Bund zu deinem Seelenverwandten. Du würdest nie diese besondere Art von Liebe fühlen. Was, wenn es da schon jemand gibt, in den ich verliebt bin?« Severus' Herz verkrampfte sich schmerzhaft, als er diese Frage hörte. Natürlich hätte ihm klar sein müssen, dass Potter bereits jemanden hatte. Jede andere Annahme wäre schlicht naiv. Am liebsten würde er sofort wieder einschlafen, um den Rest der Unterhaltung zu verpassen und sich nicht weiter mit diesem Gedanken beschäftigen zu müssen. Wenn du mit dieser anderen Person zusammen sein willst, dann musst du dich entscheiden, ob dir die Gefühle, die du hast, ausreichen. Aber du wirst damit leben müssen, dass du weißt, dass es da irgendwo eine Person gibt, die perfekt zu dir passen würde. Das kann eine ziemliche Belastung für eine Beziehung sein. Außerdem wird es in der Zaubererwelt bei vielen als große Ehre angesehen, wenn man einen Seelenverwandten hat. Es kann dir also durchaus passieren, dass dich andere potenzielle Partner zurückweisen, wenn sie sehen, dass du sozusagen bereits vergeben bist. Aber würde mein Seelenverwandter dadurch irgendwelche Unannehmlichkeiten haben, wenn er nicht weiß, wer ich bin und ich mich von ihm fernhalte? Ich meine, es wäre doch ein Er, wenn ich schwul wäre, oder? Ja, dann sollte es ein Mann sein, aber er würde keine weiteren Nachteile haben, außer auf dich verzichten zu müssen. Okay, gut zu wissen. Danke. Ich gebe dir noch eine Salbe, die den Juckreiz lindern sollte. Dieses Jucken ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass der Seelenverwandte volljährig geworden ist. Vorher ist das mal eher ein dunkles Grau statt Schwarz, aber da du deins erst neu bekommen hast, kann es auch daran liegen. Auch wenn ich noch nie davon gehört habe, dass jemand so spät ein voll entwickeltes Seelenmal erhalten hat. Und ich wüsste auch nicht, wie so etwas passieren sollte. Andererseits warst du schon immer etwas Besonderes, nicht wahr? Ich denke, dass ich den Grund kenne. Man könnte sagen, dass meine Seele nicht so viel Platz für einen Seelenverwandten hatte. Vor meiner letzten Begegnung mit Voldemort vor ein paar Tagen, hörte Severus Potter leise sagen. Die Krankenschwester machte ein missbilligendes Geräusch angesichts dessen, dass er diesen Namen ausgesprochen hatte, aber antwortete nur, »Umso besser, dass du die Ehre hast, einen Seelenverwandten zu haben. Vielleicht wird dir das das Glück bringen, das du verdienst.« »Danke, Madame Pomfrey, auch für die Salbe. Ich komme dann morgen wieder, um zu sehen, wie es Snape geht.« »Professor Snape«, korrigierte ihn die Krankenschwester tadelnd. »Und du musst nicht jeden Tag kommen.« »Ich weiß, ich würde trotzdem gerne herkommen, wenn das okay ist.« »In Ordnung, dann bis morgen, Mr. Potter.« »Auf Wiedersehen«, sagte der junge Mann und Schritte entfernten sich. »Und auch auf Wiedersehen, Professor«, fügte Potters Stimme leise hinzu, die nun viel näher zu sein schien. Dann fühlte Severus wieder, wie Potters Finger leicht über seine Hand strichen, und er musste ein Zittern unterdrücken, als sich wieder ein warmes Kribbeln in seinem ganzen Körper ausbreitete. Als Severus das nächste Mal wieder zu sich kam, schaffte er es, seine Augen langsam zu öffnen, und während er müde die altbekannte Umgebung im Krankenflügel wahrnahm, kam auch schon Madame Pomfrey angelaufen und untersuchte ihn, während sie sich lautstark beschwerte, dass er sie nicht eingeweiht hatte, auf welcher Seite er wirklich stand.
dass sie sehr wohl gemerkt hatte, dass sich die Regale immer wieder neu mit den passenden Heiltränken gefüllt hatten und er doch wenigstens ihr hätte vertrauen sollen. Es war erst sehr viel später, als Severus bereits wieder in seinen Räumen war und beim Umziehen einen Blick auf sein Seelenmark erhaschte, dass er sich an das Gespräch erinnerte, das er mit angehört hatte. Allerdings fühlte es sich so an, als wäre es lediglich ein Traum gewesen, und da sein Seelenmal tatsächlich plötzlich wieder schwarz war und leicht juckte, hatte sein Unterbewusstsein vielleicht eine Erklärung gesucht, und es war nie passiert. Es lag sicher nur daran, dass der Wunsch nach einem Seelenverwandten so tief in ihm verankert war und er all die Jahre dem Jungen so viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte, um ihn zu beschützen, was zu diesem Traum geführt hatte. Ja, so musste es gewesen sein. Alles andere wäre auch lächerlich. Ausgerechnet der Held der Zaubererwelt sollte sein Seelenverwandter sein. Nein, das gehörte wirklich ins Reich der Träume. Und doch bekam er den Gedanken nicht aus dem Kopf. Er beobachtete Harry unauffällig, wann immer sie im gleichen Raum waren. Und ja, er hatte begonnen, den Bengel Harry zu nennen, wenn auch nur in seinem Kopf. Zum Glück hatte er ihn nicht mehr im Unterricht. Potter hatte seine Prüfungen im Ministerium abgelegt und war daher nicht zu einem weiteren Jahr in Hogwarts zurückgekehrt. Stattdessen trainierte er mit den Auroren und sie begegneten sich nur, wenn Harry mal wieder Hagrid oder Minerva besuchte oder mit einer anderen Ausrede das Schloss unsicher machte, wie um seine Freunde zu besuchen, die sich entschieden hatten, ihr Abschlussjahr zu wiederholen. Natürlich hätte er es besser wissen sollen, als mitten auf dem Gang einen Blick in das Magazin zu werfen, das er gerade einem giggelnden Haufen von Slytherin-Mädchen abgenommen hatte, bevor er sie zurück in ihren Gemeinschaftsraum geschickt hatte. Allerdings war ausgerechnet Harry Potter auf dem Cover und es wurde eine äußerst freizügige Bilderstrecke mit ihm im Inneren angekündigt. Konnte man es ihm da verdenken, dass seine Neugier die Oberhand gewann und er umgehend auf die entsprechenden Seiten geblättert hatte? Tatsächlich trug Harry so gut wie nichts mehr auf diesen Bildern. Auf seinem Oberkörper glitzerten frische Wassertropfen und ein Handtuch lag lässig auf seinem Schoß, so dass das Nötigste gerade so bedeckt war. Eine Mischung aus Erregung, Stolz und Eifersucht raste durch Severus angesichts der Bilder des Mannes, der eventuell sein Seelenverwandter war. Wie von selbst wanderten seine Augen auf die Stelle, wo im Fall der Fälle das Seelenmal zu finden sein müsste. Doch auf allen Bildern war die Stelle entweder geschickt vom Handtuch oder Harrys Fingern verdeckt. Er neigte seinen Kopf noch näher an das Magazin, um zu sehen, ob nicht vielleicht doch zwischen den Fingern ein kleines bisschen schwarz zu entdecken war, als ihn eine Stimme zusammenzucken ließ. »Na, ist der Artikel etwa so spannend, oder haben es dir eher die Bilder angetan?« schnarrte eine feixende Stimme. Severus klappte das Magazin schnell wieder zu, was leider nichts besser machte, da Harry immer noch von der Titelseite zwinkerte, was Draco nun wirklich zum Lachen brachte. »Ich habe nur etwas nachgesehen«, murrte Severus und ließ das vermaledeite Magazin in Flammen aufgehen. »Und nun ab mit dir, bevor ich dir noch Punkte abziehe.« Trotz der Drohung zog Draco mit einem amüsierten Gesichtsausdruck von dann, der Severus ein ungutes Gefühl in der Magengegend bescherte. Er konnte nur hoffen, dass sein Patensohn seinen Mund halten würde, vor allem da dieser seit Kriegsende eine vollkommen unnötige Freundschaft zu Harry aufgebaut hatte und er nun wirklich nicht wollte, dass der Gryffindor eine zweifellos völlig übertriebene Version seiner peinlichen Situation zu hören bekam. Doch anscheinend war sein Patensohn nicht mehr ganz so loyal ihm gegenüber, denn anders ließ es sich nicht erklären, dass er eine Woche später einen Brief erhielt, den er zum Glück in seinen Privaträumen öffnete und nicht in der großen Halle. Darin war ein weiteres, unveröffentlichtes Foto von Harry, das offensichtlich bei dem gleichen Shooting aufgenommen worden war. Das Handtuch lag noch immer auf seinem Schoß, aber Harry lachte und fuhr sich mit einer Hand durch die Haare, so dass seine Hüfte ungehindert sichtbar war. Und da war es, genau an der Stelle, wo es hingehörte. Ein schwarzer Phönix, genau wie er ihn auf der Haut trug. Es dauerte eine Weile, bis Severus seine Augen von dem Bild abwenden konnte und die kurze Notiz las, die ebenfalls in dem Briefumschlag gewesen war.
Hast du vielleicht danach gesucht? H.P. Severus konnte Harrys Worte förmlich hören, wie dieser ihn grinsend neckte. Er nahm wieder das Foto zur Hand und ließ seine Augen über diesen wohlgeformten Körper gleiten. Harry hatte ihm das Foto geschickt. Er musste also vermuten, dass sie Seelenverwandte waren, oder nicht? Egal warum, Harry hatte ihm quasi ein Nacktbild von sich geschickt. Es gehörte jetzt Severus, und er brauchte also absolut kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er es mit ins Schlafzimmer nahm, um sich dort endlich um sein standfestes Problem zu kümmern, das sich hartnäckig in seiner Hose bemerkbar machte. Kapitel 2 – Entflammt – Harry POV. Harry war wahnsinnig aufgeregt. Es war, als würde ein Sturm in seinem Inneren wüten, der ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Schon bevor er das Seelenmal auf seinem Körper entdeckt hatte, hatte er sich trotz aller Umstände immer mehr zu Severus Snape hingezogen gefühlt. Bis zu einem Punkt, wo er überzeugt war, dass sich so Liebe anfühlen musste. Nicht, dass er sich allzu große Hoffnung gemacht hätte, den Mann allzu bald von sich überzeugen zu können. Wichtiger war für ihn sowieso erst einmal, dass der Tränkemeister überhaupt überleben würde. Dann zu erfahren, dass er einen Seelenverwandten hatte, war gelinde gesagt ein Schock, den er erstmal verarbeiten musste. Da hatte er kaum sein Schicksal erfüllt, da wurde ihm schon wieder das nächste auferlegt. Außerdem hatte er ja bereits Gefühle für Snape und konnte sich nicht vorstellen, dass sich daran so bald etwas ändern würde. Natürlich wünschte er sich insgeheim, dass seine Gefühle in Wahrheit bedeuten könnten, dass Snape sein Seelenverwandter wäre. Das wäre die perfekte Lösung für ihn. Aber was, wenn er wirklich für ihn bestimmt war und er sich zu erkennen geben würde? Er hatte eine riesige Angst davor, dass Snape ihn zurückweisen würde. Das würde ihm in dem Fall nicht nur das Herz brechen, sondern auch seine Gesundheit oder Magie schädigen. Da waren sich alle Quellen einig, die er zu dem Thema gelesen hatte. Das konnte er einfach nicht riskieren. Also war er vorsichtig und bemühte sich, eine gesunde Distanz zu dem Mann zu halten, auch wenn er es nicht sein lassen konnte, immer wieder unter den fadenscheinigsten Vorwänden in Hogwarts aufzutauchen, nur um einen Blick auf Snape zu erhaschen. Minerva hatte ihm inzwischen sogar nicht nur das Du angeboten, sondern auch einen Job, da sie bemerkt hatte, dass er Hogwarts nicht allzu lange fernbleiben konnte. Und tatsächlich reizte es ihn, die Stelle als Verteidigungslehrer anzunehmen. Dann könnte er Snape jeden Tag sehen. Aber das konnte genauso gut komplett schief gehen, also winkte er nur jedes Mal ab, wenn Minerva ihn wieder fragte, ob er es sich inzwischen überlegt hatte. Immerhin war ihm zwar aufgefallen, dass Snape ihn mindestens genauso oft beobachtete wie umgekehrt, aber das konnte auch schlicht aus Gewohnheit sein. Oder der Mann befürchtete, dass Harry wieder irgendeine Katastrophe auslösen würde und behielt ihn daher im Auge. Auf jeden Fall hatte er bisher vergeblich auf ein Zeichen gewartet, dass Snape sich ebenfalls zu ihm hingezogen fühlte. Zumindest bis Draco ihm erzählt hatte, was er gesehen hatte. Dass Snape sich so intensiv ausgerechnet diese Bilder von ihm angesehen hatte, war das erste ernstzunehmende Zeichen von Interesse. Also hatte Harry es riskiert und ihm ein Foto geschickt, wo das Mal deutlich zu sehen war. Es war nichts anderes als eine Information. Er hatte um nichts gebeten, also konnte Snape ihn auch nicht zurückweisen. Es lag jetzt an dem Slytherin, ob und wie er auf diese Information reagieren würde. Harry musste mehrere Tage warten, bis tatsächlich eine Reaktion in Form eines Briefes bei ihm auftauchte. Mit zitternden Fingern öffnete er den Umschlag und fand darin eine Einladung für ein Abendessen in Snapes Räumen am kommenden Freitag. Es wäre eine absolute Untertreibung gewesen, zu sagen, dass Harry nervös war. Er hatte sich frisch geduscht, extra die neuen Klamotten angezogen, die Draco ihm bei einer Einkaufstour aufgeschwatzt hatte, und sogar versucht, seine Haare zu zähmen. Immerhin war die Einladung zum Abendessen doch ein Date, oder nicht? Sein Herz raste wie wild, als er endlich vor Snapes Räumen stand und klopfte. Der Slytherin sah ebenfalls umwerfend aus, und Harry war sich sicher, dass er bei dem Anblick sichtbar errötet war. Doch Snape führte ihn einfach wortkarg durch seine Räume und ließ ihn am Tisch Platz nehmen, während er das Essen holte, das er offenbar selbst in seiner Küche gekocht hatte.
Harry war aufgeregt, wann Snape wohl das Foto oder das Seelenmal ansprechen würde, doch der Slytherin schwieg größtenteils. Harry versuchte zwar immer wieder ein Gespräch anzufangen, aber Snape gab nur kurze Antworten und schließlich aßen sie schweigend das köstliche Essen auf. Als sie fertig waren, sah Snape ihn mit einem undefinierbaren Gesichtsausdruck an und fragte, »Darf ich es sehen?« »Natürlich«, antwortete Harry, erleichtert, dass sie endlich auf das Thema zu sprechen kam. Er öffnete den Reißverschluss seiner Jeans und zog die eine Seite seiner Hose weit genug herunter, damit der schwarze Phönix gut zu sehen war. Harry sah, wie Snape das Gesicht verzog, als er dort tatsächlich das Seelenmal erblickte. Der Slytherin hob seine Hand und fuhr mit den Fingern darüber, wie um zu sehen, ob es wirklich echt war und Harry sich nicht nur einen Scherz mit ihm erlaubte. In dem Moment, als Snapes Finger sein Mal berührte, spürte der Gryffindor, wie ihn unmittelbar eine heftige Welle der Erregung durchflutete. Die Berührung schien seine Nerven in Flammen zu setzen, und Harry konnte ein Stöhnen nicht unterdrücken, während sein Becken wie von selbst ein Stück nach vorne schnellte, auf der Suche nach etwas, woran er sich reiben konnte. Sein Körper erbebte, und Snapes Griff auf seiner Hüfte wurde unwillkürlich fester. Seine langen Finger pressten immer noch gegen das Seelenmal, und noch bevor Snape überhaupt verstand, welche Wirkung er damit auf Harry hatte, erlebte der Gryffindor stöhnend und schwer atmend den besten Orgasmus, den er je hatte. Offenbar verstand jetzt auch Snape, was passiert war. Zumindest zog er blitzschnell seine Hand zurück, als hätte er sich an Harrys Haut verbrannt. Harrys Gesicht brannte vor Scham, und er ließ die Augen geschlossen, bis Snape überrascht und etwas geschockt fragte, »Bist du etwa gerade?« Harry fühlte, wie er wütend wurde, und erwiderte vorwurfsvoll, »Es ist nicht so, als ob ich es gewollt hätte. Du hättest einfach deine Finger bei dir behalten sollen, dann wäre es nicht passiert.« Natürlich würde Snape sich nicht entschuldigen. Stattdessen sagte er verteidigend, »Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Die Bücher, die ich dazu gelesen habe, haben nichts über dieses Problem geschrieben.« »Ich nehme mal an, dass es mit dem richtigen Partner nicht als Problem gesehen wird«, schnappte Harry wütend, bevor er sich mit einem Schwung Magie selbst reinigte, sich umdrehte und so schnell wie möglich Snapes Räume verließ. »Was für eine Demütigung«, dachte Harry bitter. »Aber was hätte er auch anderes erwarten sollen von einem Abend bei Snape?« Kapitel 3 Einklang. Harry fühlte sich die nächsten Tage miserabel. Sie hatten es zwar nicht wirklich ausgesprochen, aber dennoch war es doch inzwischen relativ offensichtlich, dass das Universum sie wohl als Seelenverwandte auserwählt hatte. Welch Ironie bei ihrer Geschichte! Da das Ende ihres Treffens allerdings nicht besonders gut gelaufen war, wertete der Bund es anscheinend als Zurückweisung. Zumindest hatte Harry seitdem spürbare Schwierigkeiten mit stablosen Zaubern. Es war nervig, aber da er über genügend magische Energie verfügte, würde er auch so zurechtkommen. Er fragte sich, ob Snape wohl ähnliche Probleme mit seiner Magie hatte. Es war unfair, weil dieser Umstand sie zwangsläufig dazu zwingen würde, ein ordentliches Gespräch zu führen. Und so schrieb Harry schließlich wieder einen Brief. »Ich habe einige Fragen. Können wir uns noch mal treffen? H.P.« So kurz seine Nachricht auch war, Snapes Antwort war noch knapper. »Morgen Abend, 19 Uhr, SS.« Er hätte es wenigstens als Frage formulieren können, dachte Harry augenrollend, nachdem er den Brief gelesen hatte. Was, wenn Harry da keine Zeit hätte, weil er bereits verplant gewesen wäre? Für einen kurzen Moment dachte der Gryffindor darüber nach, Snape zu versetzen, einfach nur aus Trotz. Aber wer weiß, wie der Bund sie dafür bestrafen würde, weil das definitiv als Abweisung gewertet werden würde, wenn er absichtlich nicht zu einer Verabredung erschien. Und so machte sich Harry nervös, aber auch ein wenig vorfreudig auf den Weg zu Snapes Räumen. So peinlich es auch war, die Erinnerung an den Orgasmus, den der Tränkemeister ihm unabsichtlich verschafft hatte, gehörte auf jeden Fall zu seinen Lieblingserinnerungen. Und um ehrlich zu sein, hoffte er auch deshalb darauf, dass sie es doch irgendwie miteinander auf die Reihe bekommen würden. Er war zumindest mehr als bereit dazu, eine Beziehung zu Snape einzugehen.
auch wenn das bedeutete, dass dies eine Entscheidung für immer sein würde. Snape begrüßte ihn, nachdem er seine Räume betreten hatte, und sagte provokant, »Du solltest dieses Mal vielleicht nicht wegrennen, wenn du Antworten auf deine Fragen willst.« Harry sah ihn mit funkelnden Augen an und konterte, »Das kommt darauf an, ob du mich wieder zum Kommen bringst, bevor ich meine Antworten habe.« Snape sah ihn einen Moment sprachlos an, dann murmelte er, »Frecher Bengel!« »Gewöhn dich dran!« Harry grinste und bewegte sich schon viel selbstsicherer in Snapes Räumen, jetzt, wo er deutlich merkte, dass er den Tränkemeister ebenso verunsichern konnte wie umgekehrt. Harry setzte sich an den Tisch und freute sich, als Snape ihm wieder ein köstliches, selbstgekochtes Gericht vorsetzte. Er machte dem Slytherin ein Kompliment für seine Kochkünste, und während der Tränkemeister Harry auf dessen Nachfrage das Rezept genauestens erklärte, taute er langsam auf. Dieses Mal schafften sie es tatsächlich, in entspannter Atmosphäre zu essen und gleichzeitig ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Es war irgendwie viel einfacher, miteinander zu sprechen als beim letzten Mal. Nachdem Snape die Teller weggeräumt hatte, forderte er schließlich Harry auf, endlich seine Fragen zu stellen. »Seit wann hast du dein Seelenmal?« fing Harry an. »Ich wurde damit geboren. Allerdings war es immer grau, bis es schließlich verblasst ist, nachdem der dunkle Lord deine Eltern getötet hatte. Das bedeutet normalerweise, dass der andere gestorben ist. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass das passiert ist.« »Ist es immer noch verblasst?« »Nein. Seit ich nach der Schlacht im Krankenflügel aufgewacht bin, war es zum ersten Mal schwarz und juckte. Das hat mich doch sehr überrascht nach all den Jahren. Hast du eine Erklärung dafür?« fragte Snape lauernd. »Ich habe eine Theorie dazu. Dumbledore hatte dir gesagt, warum ich sterben sollte, und ich weiß, dass du ziemlich intelligent bist. Von daher nehme ich an, dass du eins und eins richtig zusammengezählt hast und weißt, dass ich ein... halt, was ich war. Da meine Seele also diesen merkwürdigen Bund mit einem Teil von Tom Riddles Seele hatte, nehme ich an, dass ich nicht in der Lage war, eine Verbindung zu einer weiteren Seele zu haben. Aber als ich gestorben bin, und ja, ich weiß, wie seltsam das klingt, aber ich will ehrlich zu dir sein, also werde ich es nicht verschweigen. Auf jeden Fall starb auch der fremde Seelenteil. Ich durfte wieder zurückkommen, doch diesmal nur mit meiner eigenen Seele. Dadurch war ich vermutlich endlich wieder frei für den Bund, für den ich eigentlich bestimmt war.« Harry räusperte sich und vermied es, in Snapes Augen zu sehen, weil es eine so unfassbar intime Aussage war, dass er für den anderen bestimmt war. Dem Slytherin schien es ähnlich zu gehen, und nach ein paar ruhigen Sekunden fuhr Harry fort. »Auf jeden Fall hatte ich das Mal vor der Schlacht noch nicht und habe es erst ein paar Tage danach bemerkt, als es anfing zu jucken und im Gegensatz zu den anderen Wunden nicht verheilt ist. Also habe ich Madame Pomfrey danach gefragt, und sie hat mir gesagt, was es ist.« Snape nickte und fragte dann, »Hast du daraus Konsequenzen gezogen?« »Du meinst, abgesehen davon, dass ich herausfinden wollte, wer mein Seelenverwandter ist?« »Nicht wirklich«, antwortete Harry stirnrunzelnd. »Was ist dann mit deiner Freundin?« fragte Snape harsch. »Welche Freundin? Meinst du Hermine? Wir sind nur Freunde, abgesehen davon ist sie sowieso mit Ron verlobt.« »Nein, ich meinte nicht Miss Granger. Ich sprach über Miss Weasley.« »Ginny?« »Nein, danke. Sie ist wie eine Schwester für mich. Wir hatten mal vor 2 Jahren was, aber das war, bevor ich, auch dank ihr, herausgefunden habe, dass meine Interessen, eher woanders liegen. Also ich bin Single, falls es das ist, was du wissen wolltest.« Snapes Augen blitzten für einen Moment auf, doch dann wurde seine Miene wieder undurchschaubar und er sagte, »Dein Liebesleben geht mich nichts an.« »Sollte es aber. Immerhin sind wir...« protestierte Harry, doch Snape unterbrach ihn drohend. »Wage es ja nicht, das auszusprechen.« »Okay, du bist also immer noch beim Verleugnen?« fragte der Gryffindor mit einem frechen Grinsen, woraufhin Snape ihm einen finsteren Blick zuwarf. »Wir sollten lieber diskutieren, wie wir mit dieser Situation umgehen können.« Harry wurde schlagartig wieder ernst und erwiderte, »Ich würde für den Anfang gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Damit einer von uns schließlich den anderen umbringt und das Problem damit gelöst ist,
fragte Snape trocken. »Ich mag es nicht, wenn du es immer als Problem bezeichnest. Das macht nichts einfacher. Vielleicht können wir ja zusammen zum Weihnachtsball gehen, damit die Leute sich schon mal daran gewöhnen, uns zusammenzusehen?« schlug Harry hoffnungsvoll vor. »Auf gar keinen Fall. Vielleicht einen einzigen Tanz, aber das war es dann auch. Und selbst das wird es wahrscheinlich in die Presse schaffen und dich in ein schlechtes Licht rücken.« »Die Presse interessiert mich einen Scheiß. Die schreiben seit Jahren meistens nur Müll über mich, von dem mehr gelogen als wahr ist. Das größte Problem wird sein, dass ich immer noch nicht wirklich ordentlich tanzen kann,« gab Harry zu und fuhr sich mit einer Hand verlegen durch die Haare. »Da muss ich dir widersprechen. Das ist mit Abstand unser kleinstes Problem.« Snape stand auf, kam um den Tisch auf Harry zu und hielt ihm eine ausgestreckte Hand hin. »Würdest du mit mir tanzen?« fragte er in einer Stimmlage, bei der Harry ihm wahrscheinlich keinen noch so absurden Wunsch hätte abschlagen können. Viel zu gefesselt war er von der Ausstrahlung des Mannes vor ihm. Er spürte, wie er errötete, aber legte mit wild klopfendem Herzen seine Hand in die des Slytherins. Snape zog ihn hoch und führte ihn in die Mitte seines Wohnzimmers. Mit einem Schlenker seiner Hand erklang eine harmonische Musik, die den Raum füllte. Snape fragte ihn, ob er wenigstens die Grundschritte wusste, aber Harry hatte Schwierigkeiten, die Frage überhaupt zu verstehen, so laut war sein Herzschlag angesichts seiner Nähe zu dem Tränkemeister und dessen Händen, die ihn berührten. Harry versuchte, sich zu beruhigen, damit er sich nicht völlig ungeschickt anstellen würde, und nickte. Snape übernahm die Führung und begann, seine Füße zu bewegen. Er zog Harry einfach mit sich, und Harry war überrascht, wie schnell es ihm gelang, sich anzupassen und mit dem Slytherin einigermaßen elegant zu tanzen. Vielleicht lag es daran, dass Snape so ein guter Tänzer war, aber vielleicht lag es auch daran, dass sie Seelenverwandte waren, dass sein Körper zu wissen schien, wie er sich zu bewegen hatte, sobald er in Snapes Armen war. Sie tanzten eine Weile lang miteinander und Harry hatte das Gefühl, dass seine Schritte immer sicherer wurden und er sie sich gut merken konnte. Ein langsameres Lied begann und ihre Körper bewegten sich wie von selbst näher aufeinander zu. Harry bemerkte, dass seine Hand hinuntergewandert war bis zu der Stelle, wo Snapes Seelenmal unter der Kleidung verborgen sein musste, und er strich vorsichtig mit den Fingern über diese Stelle. Snape erschauderte, als Harry flüsternd zugab, »Ich würde es so gerne sehen und berühren.« »Du willst es berühren, obwohl du weißt, wie ich reagieren könnte?« »Ich will es tun, weil ich deine Reaktion sehen möchte.« »Du bist grausam«, beschuldigte ihn Snape, aber er hielt Harry nicht auf, als dieser seine Hand langsam unter die vielen Schichten der Kleidung schob, die ihn von seinem Ziel trennten, und amüsiert antwortete, »Bin ich nicht, es ist nur fair.« Es dauerte nicht lange, bis seine Hand die nackte Haut fand, und er bewunderte, wie warm und weich sie sich unter seinen Fingern anfühlte. Er strich einmal vorsichtig am Hosenbund entlang, bevor er eine geeignete Stelle fand, wo er seine Hand in die Stoffhose gleiten lassen konnte. Als er hörte, wie Snape scharf Luft holte, wusste er, dass er an der richtigen Stelle angekommen war. Harry konnte das Seelenmal unter seinen Fingern spüren. Es fühlte sich wärmer an als die Haut ringsherum, und er fuhr mit den Fingerspitzen behutsam über die Umrisse des Phönix. Es war ein unglaubliches Gefühl, endlich den Beweis dafür zu haben, dass es tatsächlich Snape war, der das Gegenstück zu Harrys Seelenmal auf seiner Haut trug. Noch besser fühlte es sich an, zu merken, wie Snape unter seinen Fingern erbebte, und zu hören, wie sich seine Atmung beschleunigte. Harry wagte es, den Blick zu heben und dem Slytherin ins Gesicht zu sehen, doch dieser hatte die Augen fest geschlossen und die Augenbrauen zusammengezogen. Snapes Mund war leicht geöffnet und seine Atmung kam nur noch stoßweise, als Harry sich vorlehnte und begann, sanfte Küsse auf die Haut unter Snapes Ohr zu setzen. Harry streichelte das Seelenmal mit zunehmender Intensität, bis der Slytherin erbebte und mit einem tiefen Stöhnen kam, das er nicht zurückhalten konnte. »Wow«, dachte Harry mit einem leichten Lächeln, als er Snapes Gesicht beobachtete. Er konnte sich nicht erinnern, jemals etwas Schöneres gesehen zu haben. Es war wundervoll zu sehen, was für eine Wirkung er mit einer so simplen Berührung auf den anderen haben konnte.
Er hatte Mühe, sich zurückzuhalten und seinem Seelenverwandten erstmal etwas Zeit zu lassen. Am liebsten hätte er ihn sofort in einen tiefen Kuss gezogen, um ein für alle Mal klarzumachen, dass ihm die Idee von ihnen beiden mehr als nur gefiel. Stattdessen hatte er aufgehört, das Seelenmal zu berühren und ließ seine Hand dafür weiter nach oben streichen. Harry liebte das Gefühl von Snapes nackter Haut unter seinen Fingern, und er ließ seine Hand schließlich auf Snapes Taille liegen, während er sich gegen die Brust des Größeren lehnte. Er konnte den Herzschlag des anderen fühlen und wartete geduldig lächelnd, bis Snape sich wieder gesammelt hatte. Schließlich fühlte er, wie Snape einen Reinigungszauber ausführte, und im nächsten Moment war eine Hand unter seinem Kinn, die ihn mit sanftem Druck zwang, aufzusehen, so dass er direkt in diese tiefen schwarzen Augen blickte, die ihn mit einer feurigen Leidenschaft ansahen, von der er nicht mal zu träumen gewagt hatte. »Bist du jetzt zufrieden?« fragte der Slytherin mit einer gefährlich tiefen Stimme. Aber Harry weigerte sich, sich für das, was er getan hatte, schlecht zu fühlen, und erwiderte stattdessen mit blitzenden Augen, »Ja, es fühlt sich großartig an, dir Vergnügen zu bereiten. Wie als wäre ich dafür gemacht.« »Du bist verrückt«, knurrte Snape, aber kam Harrys Gesicht entgegen und ließ ihre Lippen aufeinander krachen. Harry lachte erfreut, und der Slytherin nutzte diese Gelegenheit, um den Kuss zu vertiefen. Es war leidenschaftlich, aber auch ein wenig grob, fast so, als wolle Snape ihn mit dem Kuss bestrafen. Den Tränkemeister zu küssen, zählte für Harry umgehend zu einer seiner Lieblingsaktivitäten. Es fühlte sich unglaublich erregend an, kein Vergleich zu dem, wie es sich mit Ginny angefühlt hatte. Es war so, als würde er die Kontrolle verlieren, aber im gleichen Moment sicher gehalten werden. Es war schlicht berauschend, und Harry verfestigte seinen Griff um Snape, um den Halt nicht zu verlieren. Als sie den Kuss schließlich beendeten, standen sie schwer atmend, Stirn an Stirn gelehnt voreinander. »Du könntest jemand so viel Besseren bekommen«, flüsterte Snape mit schwacher Stimme. »Glaube ich nicht«, widersprach Harry umgehend. »Wo sollte ich jemanden finden, der mutiger, stärker, loyaler, leidenschaftlicher und intelligenter wäre? Jemand, der mich so gut kennt wie du. Jemand, der mich beschützt hat, obwohl ich ihn jeden Tag wahnsinnig gemacht habe. Jemand, der versteht, mit welcher Last ich leben musste und der kein Interesse hat, mich zu benutzen, um im Rampenlicht zu baden. Du bist der, den ich will, und du bist meine erste Wahl. Kein anderer könnte je besser für mich sein.« Snape war einen Moment sprachlos, und Harry strich ihm mit den Fingern sanft über den Rücken, während er geduldig auf eine Antwort wartete. Schließlich schüttelte der Slytherin langsam den Kopf. »Du denkst nur so, weil dir die Idee von Seelenverwandten gefällt.« »Das stimmt nicht, ich stand schon vorher auf dich«, gab Harry freimütig zu. Snape verzog ungläubig das Gesicht. »Vor der Schlacht, als du mich noch abgrundtief für den Mord an Albus gehasst hast?« »Ich habe nie behauptet, dass meine Gefühle nicht kompliziert gewesen wären, aber ich stand zuerst auf dich, ohne zu wissen, dass du es bist, als ich die Kommentare des großartigen, klugen und schlagfertigen Halbblutprinzen gelesen hatte. Ich fühlte mich ihm so verbunden, und als ich dann von dir erfahren hatte, wen ich da wirklich bewundert hatte, gingen die Gefühle trotzdem nicht weg. Im Gegenteil, dadurch hatte ich das Gefühl, dass mehr in dir steckt, als ich bisher gesehen hatte. Es gab mir Hoffnung, dass es einen vernünftigen Grund geben würde, der erklärte, warum du Dumbledore töten musstest, dass du trotz aller Umstände immer noch auf unserer Seite wärst. Du kannst dir also vorstellen, wie erleichtert ich war, als ich deine Erinnerung sah und endlich das große Ganze erkennen konnte. Und erst recht, als ich erfahren habe, dass du wirklich überleben wirst. Das gab mir wirklich Hoffnung. Ich befürchte, du hast ein viel zu positives Bild von mir. Die Wahrheit wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, sagte Snape skeptisch. Du solltest nicht annehmen, dass du mich jetzt kennst, nur weil du ein paar meiner Erinnerungen gesehen hast. Das würde ich nie wagen. Ich würde dich aber sehr gerne kennenlernen. Und da du sowieso meistens das Schlechteste von mir annimmst, können wir uns doch in der Mitte treffen und lernen, mit dem zu leben, was wir vorfinden. Also, falls du mir die Chance dazu gibst, sagte Harry hoffnungsvoll und sah mit einem flehenden Blick in Snapes Augen.
Wie sollte ich diesem Angebot nur widerstehen können? Fragte der Slytherin mit einem falschen Seufzen. Sollst du ja nicht, Severus, antwortete Harry grinsend und setzte dem anderen leichte Küsse auf den Hals und die Wange, immer näher zum Mund des Slytherins wandernd. Wenn das so ist, dann sollten wir es wohl auf einen Versuch ankommen lassen, sagte Severus, während er ihre Finger miteinander verschränkte und Harry erneut in einen richtigen Kuss zog. Diesmal zärtlicher, langsam und liebevoll. Harry fühlte, wie sich der Sturm in seinem Inneren legte und ihn stattdessen ein neues Gefühl erfüllte. Das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Ende.